Hallo und herzlich willkommen auf der Straße der Romanik. Die Straße der Romanik befasst sich mit dem Baustil Romanik, welcher vor rund 1000 Jahren in Europa vorherrschte. Die Romanik ist geprägt durch eine gedrungene Bauweise, kleine Fenster und Rundbögen. Auf der Straße der Romanik finden Sie rund 80 Sehenswürdigkeiten in 65 Orten. Die Straße der Romanik verläuft in Sachsen-Anhalt. Auf geht's! Das Kloster Drübeck ist ein klassisches Beispiel romanischer Baukunst. Es ist ein ehemaliges Benediktinerkloster und liegt am Nordrand des Harzes. Die Königspfalz Tilleda ist die einzige vollständig ausgegrabene Königspfalz in Deutschland. Sie zeigt sehr anschaulich, wie vor 1000 Jahren gelebt und gearbeitet wurde. Die Burg Querfurt gehört zu den größten Burgen in Deutschland. Die romanische Burgkapelle erinnert stark an südosteuropäische Vorbilder. Die Klosterkirche in Memleben zeigt noch sehr anschaulich, wie groß die Kirche einst war. Insbesondere die spätromanische Krypta sollte auf jeden Fall auch besucht werden. Das Kloster Michaelstein liegt am Nordrand des Harzes bei Blankenburg-Harz. Bis in die heutigen Tage wird hier die im Mittelalter so wichtige Fischzucht betrieben. Die Stiftskirche Gernrode ist eines der wichtigsten Architekturdenkmäler aus ottonischer Zeit in Deutschland. Sie wurde erstmalig um 960 urkundlich erwähnt. Damit endet unser kleiner Rundgang auf der Straße der Romanik. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Dokus aus Deutschland. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.